Hallo und willkommen zu Spelunky 2 und einem neuen Spiel, einem neuen Reinzocken. Ja, in dieses Superspiel kann ich an dieser Stelle gleich mal vorweg sagen, es ist ein richtig gutes Ding. Es ist ein bockschweres Spiel und wer den ersten Teil kennt, weiß eigentlich schon, was hier passiert. Ich kannte ihn nur vom Hören sagen, ich habe selber nicht gespielt, habe aber in Spelunky schnell gelernt, dass man hier ganz dolle, ganz hart abkacken kann. Und ohne jetzt groß viel zu erzählen, gehen wir einfach mal rein. Suchen uns einen Charakter aus. Es gibt hier verschiedene. Man kann auch welche freischalten. Also am Anfang startet man mit diesen Vieren hier. Ja. Ja, den habe ich schon freigeschaltet. Wir nehmen jetzt auch einfach mal den Hauptcharakter, sage ich mal. Man kann das mit bis zu 4 Leuten spielen. Und je mehr Leute man hat, die das mitspielen, desto frickliger wird das. Und desto, ja, actionreicher wird es. Oh, jetzt kann ich in den Bereich freigeschaltet. Ah, cool. Kann ich in Abkürzung wählen oder was? Aber das werden wir ja nicht. Wir wollen jetzt hier gerade keine Abkürzung. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas bringt, die Abkürzung. Also man schaltet auch später Abkürzungen frei, wie ihr hier seht. Das ist auch für mich gerade neu. Aber wollen wir ja nicht. Wir wollen jetzt pur von vorne anfangen. Das machen wir jetzt auch. Gehen also jetzt einfach rein. Und wie gesagt, das Ding ist bockschwer. Also ja, macht euch drauf gefasst. So. Wichtig ist unter anderem noch Geld sammeln und das Spiel ist aber teilweise eine Bitch, deswegen werfe ich die Behälter. Hier oben seht ihr, da wo ich gerade hingucke, das ist keine Deko, das ist eine Falle. Da muss man aufpassen, wenn ich jetzt gesprungen wäre, hätte ich von meinen 4 Leben direkt 2 verloren. So. Achso, da oben ist noch was, was ich haben will. Vorsichtig, man kann sich nämlich auch selbst mit dem Stein K.O. hauen. Bomben. Bomben sind gut. So. Stein nehme ich wieder mit. Ah, hier wieder eine Falle. Man muss echt aufpassen, wenn man das erste Mal eine Weile spielt, dann läuft man ständig in diese Fallen. Ist mir dauernd passiert. Passiert mir jetzt immer noch ab und zu, wenn ich nicht aufpasse. Geld. Oh, Skelett. Man hat noch eine Peitsche, ihr habt es gesehen. Dann kann man die. Das war jetzt ein bisschen dumm vielleicht. Das war sogar sehr dumm. Aber ich habe die Falle ausgelöst und damit die Spinne gekillt. Also ich musste eh irgendwas machen, passt also. Zack, zack. So. Jetzt kann man noch blockieren. Man kann immer nur, ihr seht das, man kann immer einen Gegenstand halten. Irgendwo, ich habe gerade was gehört, bestimmt unter mir, hoffentlich. Man kann immer nur einen Gegenstand halten. Und das macht später auch mit manchen Items sehr spannend. So, jetzt habe ich hier ein Problem. Ihr seht, das da unten sind Stacheln. Wenn ich auf die drauf falle, bin ich instant tot. Jetzt können wir hier nämlich mal meine La Bombas benutzen. Da gehe ich nämlich nicht lang. So, es gibt auch Fallschaden, da muss man auch aufpassen. So, Skelett kriegt direkt mal einen Pfeil ins Knie. Das hier steht nicht auf. Gut. Da ist eine Schlange drin. Deswegen, seht ihr, deswegen habe ich die Basen immer geworfen. Fledermaus noch weg. So, schön aufräumen. Denn das Geld kann man gebrauchen, kann man Stuff mitkaufen. Mehr Schlange, du kriegst direkt. So, und da ist ein Tierchen von mir. Es gibt 3 verschiedene Tierchen, die sich eigentlich bloß im Skin ändern. Aber die erfüllen alle denselben Zweck. Jetzt holen wir auch gleich raus. Erstmal hier die Vase. Ich bin nämlich geldgeil. So, schade, nichts dran. Holen wir also mal das Mäuschen. Und da ist der Ausgang. Und da wollen wir auch hin. Und ich gucken, ob ich noch einen anderen Ausgang finde. Ich muss mich auch ein bisschen beeilen. Denn nach 3 Minuten kommen Geister, die einen so ein bisschen das Leben schwer machen. So, vorsichtig hier hinlegen. Ja. Schon putzt sich das Vieh. So, rein damit ihr. Rein. Oh, da ist noch eine Falle davor, die hätte ich nicht gesehen. So, rein mit dir. So. Ich gehe aber noch nicht rein. Ich möchte noch ein bisschen gucken. Ich möchte mich noch umgucken. Ein paar Sekunden habe ich ja noch. Oh. Böse Schlange. Die lass. Okay, wir lassen es lieber doch. Aber ich kann euch trotzdem gleich zeigen, was. Ja, da gehe ich nämlich lieber nicht lang. Die schießt mich zurück. Und wenn man nämlich die 3-Minuten-Grenze überschreitet. Oh, komm hier, Schlange. Platt. Dann passiert das. Da kommt nämlich ein Spinner, ein böser Geist und der, wenn er einen berührt, killt einen instant. Es gibt auch so Vasen, die man zerstören kann. Da kommt ein Diamant raus, dann kommt er sofort. Aber hier wird T-Baggen den mal ganz kurz. So. Ich hoffe, das wird nicht zu Verhängnis. Weil wer dreist ist, kriegt auch auf den Sack. So, und wenn man das Tier rettet, kriegt man nochmal Lebensenergie oder einen Lebenspunkt. Jetzt haben wir 5. Sehr praktisch. Und kommen jetzt ins nächste Gebiet. Hier ist direkt ein Händler, cool.
gucken, was hat denn der so Schönes? Ich glaube, ich nehme mir die Spike-Schuhe mit. Oder so eine Sprungfederschuhe. Das ist auch cool. Naja, wir nehmen die Sprungfederschuhe rein. Was macht das? Und so viel Geld habe ich eh nicht. Man könnte ihn auch beklauen, da muss man auch aufpassen. Der hat gute Waffen. Oh, ein Truthahn. Ja, jetzt einen neuen Freund. Zack. Ja, man kann auch auf Tieren reiten. Und kann auch mit ihnen kämpfen, was bei ihm hier so ein bisschen. Ja, ist ja eine Kopfnuss. So, da unten haben wir jetzt eine kleine Karte, die nehmen wir mit. So. Die Spinne mal auslösen. Oh, gefährlich. So, die können sich graben, damit aufpassen. Weg mit dir. Danke. Plupp. Da ist noch eins. Ich wollte eigentlich nicht die Katze abwerfen. Nein, nicht den. Nein, du dummes Tier. Oh Gott. Ich mach den mal weg. So. Haben wir noch einen Truthahn? Hier nehme ich beide mal mit. So. Upsala. Gut, so viel dazu. Ja, man hat Fallschaden und jetzt eskaliert's. Scheiße. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Das wollte ich doch eigentlich überhaupt gar nicht so haben. Na komm. Puh. Das hätte auch gut nach hinten losgehen können. So, hier ist der Ausgang, das ist schon mal gut. Da kann die Tato rein. So. Dem hier helfen wir mal. Wenn wir nämlich Truthähne haben. Und ich habe die nämlich absichtlich auch beide mitgenommen. So. Ich hole mal nämlich das andere Vieh. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Ja, eine Minute. Kommt drauf. Man sollte auch die Zeit, die man hat, nutzen, weil warum nicht? Kann man ein bisschen erkunden. So, kriege ich einen Schlüssel. Cool. Wofür? Achso. Dafür. Mal sehen, was da drin ist. Ui. Nett. Nett. Das hat sich gelohnt. So, ich könnte jetzt auch Truthahn wieder entführen, würde er aber auch nicht geil finden, würde er mich beschießen. So, da oben ist auch noch Stuff, aber da müsste ich mich durchsprengen. Nee, das machen wir jetzt mal nicht. Jetzt so gierig werde ich dann doch nicht. So, hier wieder schön aufpassen, da ist der Hund. Oh, Skelette. Peitschen die Wichser. Ein bisschen umgucken. Warum backt die Musik so? Ey, ich habe Lebensenergie verloren. Danke. Schön, schön, wie das Spiel gerade so ein bisschen eskaliert. So, und mitkommen. Den nehmen wir nämlich mit zum Ausgang. Oh, da seht ihr wieder, das hätte ich jetzt nämlich verkacken können. So, ich muss aufpassen, dass der Hund da jetzt nicht aus Versehen. Nein, nein! Du dummes Vieh. Einmal freigelassen. Oh. Und das passiert, wenn man nämlich zu schnell spielt. Dann kriegt man nämlich ganz schnell mal auch auf den Sack, wie ihr das gerade bei mir gesehen habt. Wo ist denn jetzt der Hund hin? Okay. Thema Hund ist erledigt. Der ist nämlich gerade gestorben. Cool. Ja, den kann man jetzt nicht mehr retten. Das heißt, für das Level werde ich auf gar keinen Fall mehr Lebensenergie kriegen. Scheiße. So, na gut. Das war jetzt nicht so der beste Abschnitt für mich. Aber na gut. Müssen wir jetzt so hinnehmen. Ja, das wollte ich eigentlich nicht machen. Scheiße. Das Geld will ich aber haben. So. Wir warten dann noch kurz, bis wir die Maus mitnehmen. Oh Gott. Ich muss aufpassen. Ja, wobei, ich kann die jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Das ist jetzt eigentlich unpassend. Naja. So, da haben wir noch eine Falle, das ist schlecht. Das wird jetzt sowieso nach hinten losgehen, das hatten wir eben schon. Aber dann ist das so. So, ist jetzt eh tot. Was sich gut in diesem Spiel einfühlt, ist das Springen. Das macht echt Spaß. So, wir müssen uns um den da unten kümmern. Beziehungsweise, da muss man den Ausgang aufmachen. Ich glaube, der ist jetzt auch offen.
könnt ihn auch töten. Okay. Sollt ihr nicht gierig werden, ich weiß. So, hier, so, komm mal raus. Sehr schön. Die sind Geld wert. So, nehmen wir alles mit. Huhu. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich im ersten Run, den ich euch zeige, so weit komme. Aber okay, man wird ja nach einer Zeit echt besser. Was bei dem Spiel so gut ist, Fehler, die halt passieren, oder wenn man halt stirbt, dann kann man es oft auf sich selbst zurückführen. So, jetzt ist die Frage, lohnt sich das hier, sich mal durchzuspielen? Nee, wir lassen das. Wir gehen weiter. Zack. Coolio. So, nächstes Areal. Hier sieht es auch schon ein bisschen anders aus. Okay, so, das ist das neue Areal. Ihr habt es kurz gesehen, jetzt bin ich tot. Fantastisch. Fun-fucking-tastisch, sich die ganze Zeit richtig gut. Ich hatte 30.000 Gold. Ich glaub's nicht. Scheiße. Ja, so schnell geht's. Okay, stürzen ist direkt wieder rein. Fuck. Das gibt's nicht, ey. Oho. Na gut. Wie kriegt er es jetzt? Peitsche ich aus. So, den nehmen wir jetzt mit, ich hab einen neuen Freund. Ich finde, es ist so süß, er grinst so schön, auch wenn er tot ist. Man kann in diesem Spiel auch sehr sadistisch werden. So, den nehme ich jetzt wie gesagt mit. Und den benutzen wir jetzt auch. Oh, danke. Er räumt nämlich gut auf. Und er macht mir auch meine Feinde unten weg. Ich meine, er ist eh tot. Ich hoffe, er hat sie ausgelöst. Ich bin mir nicht sicher. Er hat doch. Er hat auch noch die andere. Die habe ich nicht gesehen, die Falle. Die habe ich nicht gesehen, aber es passt schon. Er verbündet sich auch mit mir gegen seine alten Kumpels. So, nochmal. So. Wo ist denn jetzt hier mein Tierchen? So, der hat auf jeden Fall da oben auch schon mal auf den Sack. Nein, 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 nein. Wir gehen mal nach oben. Lösen dann noch die Fallen aus, holen uns das Geld. Geil. So, wo ist jetzt hier mein Tierchen? Okay, ich finde es nicht. Ich will aber, ich will es finden. Ich will es finden. Wir gucken mal noch. Da oben ist es. Gut, dann gehen wir doch hin. So, hier ist diese Vase. Die kann ich jetzt nicht mitnehmen. Ich will das Tier haben. Ist mir egal. Whatever it takes. Ich nehme es mit. Ja. Habt ihr den Ausgang nämlich schon gesehen? So. Nein, mitnehmen. Nimm die Töle mit, so. Nein, nimm die Töle mit. Mein Herr. Oh, der hat meinen Pfeil. Ganz, ganz gefährlich. Nein, 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 nein. So, wir hauen ab. Das hätte auch schief gehen können. So, die Viecher da oben hasse ich. Die springen immer so komisch rum. Deswegen hol ich mal das Geld und hau ab. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Und die Vase will ich noch. Okay. Die Vase da oben will ich auch. Ob ich daran komme, weiß ich nicht. Nee. Gut, dann lassen wir das. Aber mein Trupp an. Nein! Nein, nein, nein! Ruhig, ruhig, ruhig! Man muss immer kurz warten, bis sie sich ja jetzt. Bis sie einen mögen. Ich will das Geld haben. Auf jeden Fall. Steigen, Geld holen. Ich finde, er nimmt es auch gelassen. So, wir springen uns hier mal durch. Plop. Irgendwas getötet. Ja. Was jetzt? Verschleiß gibt's immer. Dann gehen wir mal meinen Truthahn wiederholen. Blöde ist bloß, der Penner hat. Ja. So. Waffnet sich schon wieder neu, der Arsch. Der da unten will die Truthähne haben, aber ob ich ihm meinen jetzt geben möchte, weiß ich nicht. Vielleicht behalte ich den auch. Kommt noch was. So, dieses Ding habe ich nicht gesehen. Wir nehmen uns jetzt einfach den neuen Truthahn. Ich meine, wie gesagt, Verschleiß gibt es immer. Haben wir jetzt einfach einen neuen Truthahn, mit dem ich hier übrigens nicht rauskomme. Ja, den fick dich doch. Brauche ich dich halt nicht. Puh. So, was haben wir hier Schönes? Kaufen uns den Eisstrahl. Gibt es auch Informationen immer zu?
wenn man das möchte. Und dann kann man hier Eis verschießen. Wir könnten jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, wir lassen es vielleicht lieber. Ich könnte nämlich auch jetzt den Händler angreifen. Nee, das ist es nicht wert. Dann werde ich gesucht und werde direkt instant in anderen Leveln angegriffen. Nee, das ist es vielleicht doch nicht wert. Vielleicht ist es das nicht ganz wert. So, jetzt muss ich aber aufpassen, weil jetzt, ihr seht es, jetzt habe ich was in der Hand. Jetzt kann ich aber auch nichts anderes nehmen. Okay, mich jetzt hier nur so ein bisschen Sub-Zero-Style-mäßig durchbegeben. Danke. Ja, gut, so viel zum Thema. So viel zum Thema, ich besitze eine Waffe und werde sie auch benutzen. Jetzt bin ich nämlich tot. Was habe ich davon? Das habe ich auch nicht anders verdient, würde ich mal sagen. Scheiße. Ist einfach tot. Genau, da bellt auch noch der Hund für mich. Na gut, und der hat ja jetzt auch meine Waffe gerade, ich habe es noch gesehen. Auf ein neues. Mal schön aufpassen, weil Fallschaden. Thema Spinne ist erledigt. Da ist noch einer rausgekommen. Wo ist der Ausgang? Das weiß ich noch nicht. Da ist er. Die Höhlenmenschen sind wahrscheinlich die niedlichsten Gegner ever. Aha. Auch wenn er mir wehtut, ich ihn dafür jetzt totpeitschen muss. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert, wenn ich ihn jetzt lange genug peitsche, ob er dann noch stirbt. Dann machen wir es anders. Ja. Ich sollte das lassen. So. Ich sollte das wirklich lassen. Gucken wir uns jetzt hier auf jeden Fall noch um. Weil wenn ich jetzt eh sterbe, dann hätte ich auch nichts gekonnt. Ich muss jetzt gucken, ob ich meinen Hund finde. Oder meine Katze oder whatever it is. Die Frage ist bloß, lohnt das jetzt, hier da noch Ressourcen zu verwenden? Vermutlich würde ich jetzt mal sagen, nein. Wir probieren es trotzdem, weil ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren. Ne, jetzt habe ich definitiv nichts mehr zu verlieren. Na gut, dann gehen wir zum Ausgang. Das ist gerade jetzt schon kein guter Lauf. Naja. Ach, ich habe sie schon gehabt. Was? Habe ich nie eingesammelt? Hab ich die nicht eingesammelt, oder? Hab ich? Nein. Hab ich nicht eingesammelt. Nee. Naja, ist auch egal. Was denn hier Schönes? Ich nehme die Schuhe mit. Oh, das war Glück. Das war Glück. Das ist die Katze, die will ich haben. Ja, das habe ich mir... Fuck, ich wusste es. Ich habe es erst gesehen, als ich die Bombe schon gelegt habe. Ja. Scheiße. Findet der nicht so lustig, wenn ich sein Gehege sprenge. Kann ich nicht verstehen. Die Spinne muss weg. Nein, ich brauchte das Ding. Nochmal anders. So. Und das Bewegen in dieser Spielwelt, geht da runter, das Bewegen in dieser Spielwelt macht echt richtig viel Spaß. Also das Springen fühlt sich gut an, es ist nicht mal so ärgerlich, wenn man stirbt, die meisten Tode sind halt auch wirklich irgendwie lustig, auch wenn es unweigerlich lustig ist, aber in den meisten Fällen ist es echt so. Und dadurch, dass eine Runde auch mal echt schnell gehen kann, ist es echt nicht so schlimm, wenn man mal abkackt. Aber es macht echt Spaß, ich finde es super. Schlange, lass mal in Ruhe. Gut, das ist gut, dass sie da sind. Da können sie bleiben. So. Fragt sich bloß. Wir machen das jetzt einfach mal. Man hat die Ressourcen, man muss sie auch verwenden. Wenn man stirbt, hat man auch nichts davon. Also müssen wir es auch mal ein bisschen benutzen, was wir hier haben. Was ich auf jeden Fall bräuchte, wäre ein Stein oder so. Oder was zum Werfen. Ja, ein Stein halt. Ich habe hier aber nichts zum Werfen. Ich könnte gucken, dass die da unten. Und tot kriege. Muss ich ja noch nicht mal killen.
wenn der jetzt aufsteht, peitschen wir ihn nochmal und dann benutzen wir den. Danke. Man kann hier wirklich sadistisch sein, wenn man das möchte. Aber ey, ich habe jetzt auf jeden Fall mein Ziel erreicht. Ich bin hier unten angekommen. Und ein bisschen Geld gekriegt. Dafür nehmen wir ihn jetzt auch mit. Er ist so süß, oder? Er ist so süß, wie er hier so hängt. Aber da kann ich ihn nicht mitnehmen. Ah, ist schon süß. Ich glaube, da unten ist der Shop. Mal gucken. Oh, der hat eine Schrotflinte. Könnte ich ihm auch klauen. Und da ist auch noch Stuff. Also ich hole mir erstmal noch Geld, bevor ich zum Shop gehe. Ein bisschen Geld. So, die Fledermäuse. Wenn sie aus dem blöden Winkel kommt, ist sie gefährlich. So, hier schön Geld. Zack, zack. Geld, 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 Geld. So, auf zum Shop. Wie gesagt, ich könnte ihn auch beklauen. 15.000, da fehlt mir noch ein bisschen was. Der Eisstab. Das ist die Frage. Wollen wir das jetzt wirklich mal versuchen? Also, ich kann eh nur eine Waffe benutzen. Wenn ich mir jetzt den Eisstrahl kaufe, ihn einfriere und kille, kann ich mir die Schrotflinte nehmen. Ich kann mir auch den ganzen anderen Scheiß nehmen, die Bomben. Wir machen das jetzt einfach mal. Es soll ja... So. Thema erledigt. Der hat ja auch eine Schrotflinte übrigens. Aber ist okay. Hat funktioniert. Jetzt darf ich mich in keinen Shop mehr von irgendwem, glaube ich, blicken lassen. Aber das ist mir jetzt auch egal. So, ich besitze jetzt meine Schroti. Damit räume ich jetzt hier auf. Da gehe ich nicht. Upsala. Da gehe ich nicht lang. Ey, deine Falle ist. Ich, mit dem Geld kann ich jetzt hier eh nichts mehr anfangen. Jetzt kann ich hier oben gehen. So. Jetzt kann ich mich auch an allen Viechern, die mir immer auf den Sack gehen, auch mal rächen. Jetzt kann ich mich an jedem von euch rächen. Oh, okay, dich lass lieber in Ruhe. Aber ich kann mich an allen anderen rächen. So, das Ding kann ich nicht aufmachen, weil ich habe den Schlüssel nicht. Ich habe sogar noch 8000 Gold. Ich nehme es jetzt einfach mal mit. Oh, da unten ist der Schlüssel. Da ist der Schlüssel. So, ich will auf jeden Fall mein Tier haben. Da muss ich mich hier nicht mal durchspringen. Ah, ich bin gut. Ich bin dumm. Ich habe gedacht, ich bin so schlau. Oh, fuck. Sorry, Kato. RIP, Mr. Kato. Scheiße. Das war es definitiv nicht wert. Aber da drüben ist Stuff. Stuff, den ich will. Jetzt ist die Katze eh tot, jetzt kann ich so wegsprengen. Sie ist beerdigt. In Flammen. So. Muss ich da jetzt bloß nochmal hoch? Muss ich mich auch ein bisschen beeilen, so viel Zeit habe ich nicht mehr. Aber das machen wir jetzt noch. Das machen wir auf jeden Fall jetzt noch. Das schaffe ich auch. Das schaffe ich auf jeden Fall. So. Auf geht das. Und da sehen wir jetzt auch schon neue Schätze hier. Durch dieses Auge, was da drin ist, kann ich die ganzen Edelsteine hier sehen. Die mir jetzt... Also die sprenge ich jetzt hier nicht mehr frei. Hier ist Geld nicht noch mit, so. Erfolgreicher Raubüberfall. So, hier kann man jetzt auf jeden Fall aufräumen. Mit allen, die hier so rumlaufen. What you gonna do when he comes for you? So. Oh, hier gibt es noch mehrere Wege. Ui, geil. Da gehen wir gleich lang. Hier ist auf jeden Fall eine Falle. Ich kann nicht nach oben schießen. Das ist, ich will eigentlich nicht. Nee, ich will nicht die Falle auslösen. Ich will eigentlich den Hund schon mitnehmen. Ja. Wow. Falle ausgelöst, Pfeil prallt an der Wand ab, ich krieg ihn auf den Kopf und zieht mir Leben ab. Gut! Bomben. Ui, und nicht mal wenig. Da unten könnte ich mich auch noch durchsprengen. Ah, das machen wir. Hier komme ich nicht raus. Warum komme ich hier? Kann ich das? Ich kann das, glaube ich, auch nicht aufsprengen. Ich habe das schon mal. Das verstehe ich noch nicht. Warum ich hier den Gang nicht aufkriege. Und ich traue mich auch nicht zu sprengen, weil das. Achso. Ich glaube, ich weiß, warum das nicht klappen wird. Unten ist aber auch alles zu. Das lassen wir jetzt. Das lassen wir jetzt. Ich will mich hier jetzt nicht verbarrikadieren oder verbauen oder so. Noch habe ich die gute Chance, hier wegzukommen. Auf die Tür. So, dann gehen wir hier lang. Also die Kavallerie kommt jetzt. Ich bin jetzt ein Dragoner. Komme ich da drüben hin? Ja, sehr schön.
ein bisschen Cash. Obwohl, ich kann eigentlich in den Laden reinschießen. Ich könnte doch den Typen abknallen. Du suchst nach Truthähnen? Ey, ich kann dir helfen. Wichser. Ich treffe ihn nicht. Er lebt noch. Oh nein. Fuck. Fuck. Nein. Nein. Scheiße. Kacke. Okay, versuch noch. Wo sind der schon? Achso, der hat schon den Pfeil gekriegt. Das kann viel. So, den Stein will ich haben. Also ich will auch das Geld da oben. So. Okay, das hieß tot, das war unbeabsichtigt. Ich wollte eigentlich die Spinne killen. Naja, aber gut, das ist auch in Ordnung. So. Das war irgendwie doof jetzt. Oh. Was mache ich denn da? Es ist gerade kein guter Run. So, Leichenschändung wieder. Top. Da sind wir dabei. Aber die wollen das. Die wollen das. Und dann kriegen die das auch. So, jetzt hier schnell hochhüpfen. Ich bin tot. Ja. Ja. Das war dumm jetzt. Okay, jetzt komm, das machen wir jetzt nochmal. Ein Versuch noch. Ein Versuch noch. So, Geld. Geld. Oh, da oben ist noch mehr Geld. Das will ich auf jeden Fall haben. Lass ich doch hier nicht liegen. Hallo? Das war jetzt auch nicht so, was ich wollte. Aber, hat auch irgendwas ausgelöst. So, das da unten will ich haben. Da kommt eine Spinne von oben. Leg mich am Arsch. Du bist Scheißvieh. So. Oh, ja, ich hab's beinahe runter. Das könnte klappen. Vielleicht klappt das sogar. Okay, es klappt nicht. Dann springen wir halt hoch, mein Gott. Scheiße. Ja, komm. Ich muss bloß im richtigen Winkel kommen, dann kriegt es. So, den Truthahn könnte ich easy kriegen. Weiß nicht, dass ich ihn krieg, aber das blöde Mistvieh, was da noch ist. Okay, das haben wir hingekriegt. Wahrscheinlich auch mehr Glück als Verstand. So, nee, da gehen wir nicht runter. Hilft mir natürlich auch beim Fallschaden der Truthahn, weil ich ja nochmal mich abbremsen kann. Das war auf jeden Fall jetzt mal mitnehmen. So, nein! Nein, und das war's. Ich wollte eigentlich da oben die Vasen mitnehmen. Aber das hat nicht geklappt. Nicht so, wie ich es eigentlich wollte. Wo ist eigentlich mein Tier? Ah, da unten. Na, dann nehmen wir den noch mit. So, den parken wir mal kurz hier. Na komm. Nein! Warum lebt er jetzt noch, ey? Zwei hat er mir abgezogen. Nee, einen. Entschuldigung. Ich versuche jetzt mit dem Stein den nach oben. Gefährlich? Gefährlich? Ja, komm, das muss doch irgendwie klappen. Ja, das wollte ich. Ich hätte es auch anders machen können, aber das hat auch geklappt. Egal, funktioniert ja alles. So. Zack, auf mein Reittier und ab geht's. So, da gehen wir nicht lang. Obwohl, es sieht schon gut aus. Ja, kassiert direkt uns tot. Sehr schön. Das ist mein Tier. Da muss ich eigentlich nicht mal lang. Ja, ich muss das jetzt mal machen. Ich glaube nicht. Das war jetzt nicht so schlau. Ich will eigentlich meine Katze haben. Auch den Truthahn eh nicht, also töte ich einfach alles. Oh, das hat sich, oh, das hat sich doch gelohnt. Den Truthahn zu sprengen hat mir jetzt auch ein Leben gegeben. Ja, das war nicht, da ist nochmal Leben. Mensch, dann brauche ich doch mich gar nicht drum kümmern. So kriegt man übrigens auch Leben, wenn man die Truthähne verbrennt oder sie sprengt. Was ja letzten Endes beides auch zu Verbrennungen führt. Kommen wir auch dazu. Sehr schön. Ich kaufe mal ein Bombenpäckchen. Naja, warum nicht?
Ich werde wahrscheinlich noch ein paar mehr Hühnchen machen. So, bleib mal schön hier, Hühnchen. Ja, alles wird gut, alles wird gut. Ich hoffe, Peter sieht das nicht. So, fertig. So, können wir eigentlich abhauen, weil hier kommen wir an nichts mehr ran. Dann hauen wir ab. Jetzt geht's sofort weiter. Und weiter im Text, meine Freunde. So. Da will ich ran. Da komme ich auch ran. Das war nicht ganz so, wie es will. Ich komme da schon ran. Naja, du machst es halt so. Die Frage ist, ob das immer, ist es das auch letzten Endes wert? Aber ja, schon. Ich kann jetzt mit meinen ganzen Bomben, die ich habe. Das ist schlecht. Halt's Maul. Der steht gleich wieder auf, ja. Da fällt er auch direkt wieder. Ey, warum stehst du so schnell wieder auf? Du blöder Wichser. So, jetzt muss ich bloß gucken, dass diese blöde Spinne. Da komme ich nicht vorbei. Und ich kann hier auch keine Bombe so. Das ist ja unfair. Ja, weißt du was? Dann schiebst du halt in den Arsch. Dann hole ich es mir halt nicht. So, der ist tot da unten. Das hat er auch verdient. Das war natürlich alles so geplant. So, da oben, wie gesagt, da komme ich nicht vorbei, ohne Damage zu kriegen. Dann lassen wir es auch. Dann ist das halt so. Aber. Wir nehmen jetzt hier unser Geistergefäß mit, das ich hoffentlich nicht fallen lasse. Das ist der Ausgang. So. Erstmal vorbereiten. Gut. Guck ich, dass ich hier nochmal oben lang komme. Jetzt habe ich keine Seile mehr. So, das Vieh ist auch tot. Oh. Das lohnt sich. Da gibt es einen Trick, da macht man nämlich den hier. Schiebt das weg. Dann nimmt man den Scheiß und läuft gleich so schnell wie möglich weg. Ich glaube, da oben ist der Laden kaputt gegangen. Oh, was ist da passiert? Ich sehe es aber nicht mehr. Das haben wir gerettet. Jetzt geht die Spinne hier noch runter. So. Zimmer mal den Geist, damit ihr den auch noch mal gesehen habt. Ich meine, ihr habt den schon gesehen, aber das ist ja auch aus diesem. Wo ist er denn da? Tschüss! So, haben wir ordentlich was an Cash rausgeholt. Mehr Geld. Kann auch direkt vorsorglich auf die drauf springen. Dann. Oh nee, der Hund ist da blöd und da ist ein. Ich kann den natürlich schon rausholen, aber. Nee. Prinzipiell gern. Das war jetzt. Ah, da war ein Vieh drin. Cool. Ja, das ist ja natürlich immer blöd. Da komme ich nicht mehr ran. Also ich würde schon rankommen, aber nicht ohne Umwege. Naja, wir gehen mal runter. So, wir könnten ihn wie gesagt auch killen, aber. Das kann nicht wahr sein! Jedes Mal! Ach, Scheiße! Na gut, aber wir kommen hier trotzdem lebend raus. Auf jeden Fall kommen wir hier lebend raus. So, hier ist nochmal Geld, cool. Und hier, das sprenge ich uns auf jeden Fall frei. So, ich muss bloß gerade mal gucken, wie es am besten ist. So. Ich glaube, das passt. Ja, sehr schön. Hängt da zwar in dem Netz dran, aber kriege ich trotzdem. Geld. Ich bin so ein bisschen wie Mr. Krabs. Geld. So. Mehr Geld. Und ich glaube, hier kriege ich einen. Ja, hier kriege ich einen Helferlein. Na komm raus da. So, jetzt habe ich einen neuen Kumpel. Das ist Glatze. Den kann ich auch hochheben, aber das will ich eigentlich, weil ich würde den Stein haben und nicht meinen neuen Kumpel. So, und wie Glatze nun mal so ist, wer am besten irgendwas Fremdländisches verprügelt. Was macht der da oben? Jetzt schläft er erstmal. Okay. Da ist er wieder. Ja, hat genug geschlafen. Jetzt hat er direkt auf die Fresse gekriegt. Der Held ist er nicht, aber so sind die halt nun mal. So,
Wir sind jetzt hier im zweiten Bereich und dann es teilt sich. Ich bin jetzt absichtlich in die andere Richtung gegangen. Dann bekommt man hier einen Dschungel. Vielleicht überlebe ich ja hier jetzt länger als 5 Sekunden. Glaub ich nicht, aber ich versuch's. Ah, oh, das spielt so gut. Das ist wirklich gut, das Spiel. Oder will ich eigentlich ran? Eigentlich will ich da ran. Weil ich vertraue dem nicht. Hui. Nee. Ich will ein bisschen länger was vom Level haben und euch auch ein bisschen mehr zeigen. Ich gehe jetzt nicht in die offensichtliche Falle. Jetzt habe ich meinen Stein weggeworfen. Ich gehe definitiv nicht in die... Meine Güte. Eieieiei. So, Glatze ist tot. So, hier gibt es auch noch wieder... Oder steht auch direkt wieder auf. Mach mal da unten deine Sachen. Puh. Der Affe ist auf jeden Fall tot. Ist das da eine Falle? Ja. Das habe ich mich gesehen. Oder weiß ich nicht, ob ich da lang müsste. Ob ich da lang sollte. Ich gehe aber da unten lang. Noch ein paar mehr Höhlenmenschen. Ich habe eigentlich Geld habe ich eigentlich, weiß ich aber. Okay. Oh shit. Ich weiß nicht, ob. Das. Ohohoho. Ich komme hier auf jeden Fall nicht hoch. Ich hoffe, ich stoppe jetzt. Bitte. Oh, Jesus. So, jetzt habe ich auch einen neuen Gegenstand gekriegt. Cool. Habe ich schon mal gesagt, dass das Spiel super ist? Super. So, hier ist mein Doggo. Den holen wir mal hier raus. So, komm, Doggo. Du bist ein guter Doggo. Feiner Doggo. So. Ich gehe aber nicht ohne meinen. Ich kann ja den Toten nicht mitnehmen, also nehme ich meinen Stein mit. So. Ah, das Spiel ist super. Wieder ein bisschen mehr Lebensenergie gekriegt. Ich glaube, ich habe wieder 4. Ja, 4. Nächstes Gebiet. So, hier wieder schön umsehen. Das nochmal. So. Oh, das ist gefährlich. Also hier. So. Also Vasen würde ich an sich so nicht zerkloppen. Das war gerade auch nur aus Versehen. So, ich habe jetzt Klebebomben. So. Oh, oh. Ja, da gehe ich vielleicht jetzt lieber nicht lang. Da ist auf jeden Fall ein NPC, mit dem ich reden kann, aber es ist halt auch ein Gegner. Mit diesem komischen Totenkopf. Das lasse ich lieber. Oh shit, oh shit. Ja, und ich bin definitiv tot. Ich hab... Ja. Wisst ihr was, Freunde? Das kann ich jetzt nicht auf sich beruhen lassen. Ich spiele das Spiel jetzt seit 38 Minuten. Ich würde vorschlagen, einen Run machen wir jetzt noch, weil es so gut ist. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch einen Run. Und dann beende ich das Video jetzt erstmal und dann, ja. Könnt ihr entscheiden, ob ihr mehr davon sehen wollt. Von Spelunky. Ich mache nochmal einen Run. Also ich bin jetzt mittlerweile auch schon besser geworden. Also am Anfang habe ich ja teilweise nicht mal das Level überlebt. Das hättet ihr sehen müssen. Aber so schlimm ist es mittlerweile nicht mehr. So, das war mal ein guter Shot. Das war schlecht. So, wobei es geht. Also man kann sich diesen Stacheln nähern, wenn man so seitlich reingeht. Ihr habt es gerade gesehen. So, was haben wir hier? Oh, ich muss meinen Controller aufladen. Ich mache mal lieber Pause. Die Uhr tickt trotzdem. Ich bin noch da, also keine Bange. Ich muss bloß meinen Kontrolleur aufladen. Blub. So. Weiter geht's. Weiter geht die Action. So. Wo waren wir? Ah ja, davon da sind wir gekommen. Gehen wir jetzt hier lang. Okay, das sieht gefährlich, aber gut aus. Ist die Frage. Gehen hier unten lang und kloppen uns durch das hier so durch. Dann passt das schon so. So. Den da oben lassen wir mal in Ruhe. Ich könnte ihn auch killen. Ah, oh, ich hasse das Vieh. Ich
hasse das Vieh. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also, der letzte Versuch jetzt hier an dieser Stelle, wie ich gesagt habe. Splunky, ich bin mittlerweile wirklich schon besser geworden. Ich sterbe nicht mehr im ersten Areal. Das passiert mir nur noch ganz selten, bis gar nicht mehr. ja. So ist das. Scheiße. Ja, das war gerade wirklich ein bisschen dumm. Das war sehr dumm. Irgendwie, man darf auf jeden Fall, es hat so ein bisschen was Dark Souls-mäßiges. Ihr dürft die Gegner nicht unterschätzen. So, das war meine Rache, du Pissbirne. Dürft die auf keinen Fall unterschätzen. Das kann nämlich echt mal ganz schnell in die Hose gehen. Ihr habt es ja gerade gesehen bei mir. Es geht echt fix. Und sobald man einmal irgendwo gestunt ist, kann es passieren, dass man nicht mehr schnell genug wegkommt, dass man aus dieser Unverwundbarkeitsphase, man ist schneller raus aus dieser Unverwundbarkeit, als man sich erholen kann. Das führte denn jetzt gerade dazu, dass ich deswegen gestorben bin. So, den packen wir mal da unten hin. Da gehe ich jetzt nämlich nicht nochmal lang. Ich gehe den anderen Weg hier, auch wenn er jetzt länger ist. So, geh mal dem... Den nimmst du mit, so. Den gehen wir nämlich jetzt nicht aus dem Weg. Das ist nochmal so ein Vieh. Der hilft mir nämlich, den Fallschaden zu nivellieren, was gut ist. Ich muss gerade gucken. Ich will auf jeden Fall das da oben haben. Oh Mann. Nein. Okay, das sollte ich jetzt lieber lassen. Jetzt sollte ich nicht gierig werden, aber ich muss da lang. Okay, jetzt habe ich doch noch gekriegt, was ich wollte. Ich muss da hoch, komme ich gerade nicht. Nein, 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 nein. So, der ist jetzt zwar tot, aber ich auch gleich. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall sterben gleich. Das ist doch auch schon wieder das erste Areal. Meine Herren, was ist denn jetzt los? So, das Tier packen wir mal dahin. Peitschen die Schlange weg, so. Ja, das ist ja jetzt hier. Das kann ich so nicht stehen lassen. So, die Fledermaus hat da blöde geparkt. So, hier, du Arschloch. Nein. So, tot. Das blöde Mistvieh hält dafür nicht so viel aus. Unser einziger Vorteil, den wir dagegen nutzen können. Zack, noch ein bisschen Geld. Ihr seht es, man kann die Gegner auch ganz gut benutzen, um den Fallschaden so runterzukriegen. beste Fledermaus. Jetzt ja genauso blöd getroffen wie die andere. Schön. Aber da gehen wir jetzt nicht lang. Nicht so lange, wie ich den Doro hier auf dem Arm habe. So, das hat schon ausgelöst. Das habe ich gesehen. Der Hund. Mach mal den Weg frei. Ja, danke, Spinne. Um die kümmere ich mich jetzt. Oh. Ich noch. Ja, genau. Fick dich, du Kackspinne. Jetzt riecht noch einer raus. So, wir gehen jetzt hier raus. Damit ich wenigstens das zweite Areal kriege. Ohne mich jetzt hier wieder dumm in den Tod zu stürzen. So, muss man lang? So, da lang. Okay. Das ist schon nicht wenig Geld, ja. Das lassen wir jetzt setzen. Wohl. Scheiß Fledermäuse. Die Dinger sind auch tückisch, da muss man auch immer aufpassen. Oh, da ist Geld. Geld, 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 Geld. Ich hoffe, es reicht. Ja. Ja, dann gehen wir hier lang. Das passt schon, du scheiß Schlange. Jetzt haben wir auch nochmal Geld. Jetzt muss ich mich zwar nochmal mit dem Seil hier hocharbeiten, aber das passt schon. Das ist in Ordnung. So, den Kollegen da. Ja, haha, das kannst du knicken. Auch wenn du niedlich guckst, das rettet dir jetzt nicht das Leben. Ich glaube, ich werde den Hund jetzt aus Versehen töten. Could happen. Nee, aber ich komme nicht ran. Aber dafür ist der Truthahn tot. Also komme ich auch an mein Lebensenergieherz. Ist in Ordnung. Dann ist das jetzt halt so. So, zum Händler bin ich jetzt nicht gekommen. Der ist doch da auch irgendwo, oder? Ach, ist ja auch egal. Wir gehen weiter. Gibt auch einen Händler in der nächsten Ebene. Hätte ein bisschen mehr Geld vielleicht. Weil ich muss natürlich auch irgendwas mit dem Geld machen, denn mit der Kohle zu sterben bringt einem nichts.
Mehr Geld. Die sind nämlich auch gut Kohle wert. Ja, direkt ein Herz verloren. Cool. Nein. Ja, das ist jetzt echt scheiße. Jetzt. Das war ein bisschen tricky. Aber ist nicht so schlimm, wir haben es hingekriegt. So. Zwei Fallen. Ich habe nichts zum Werfen. Na doch, habe ich. Muss ich zwar nochmal so ein Seil benutzen, aber ich kann die Fallen auslösen. Dafür will ich eigentlich nicht die Maus benutzen, weil die stoppt dann 100 Pro. Ich mache hier mal so. Das mache ich mal weg. Sicher ist sicher. Wenn das hätte die nicht überlebt, dann bin ich mir relativ sicher, dass sie dann tot wäre. Das ist schon okay. Immer so quette. Das ist aber vielleicht nicht so ganz gut. Weil die jetzt hier die Monster triggert. Eine Höhle. Ach, nein, ich will das nicht hauen. Okay, da ist der Schlüssel. Hier kommt ein ganzer Batzen an Viechern. So, hier bombe ich mich durch. Ich will eigentlich erstmal bloß den Ausgang finden, da, damit ich mein Tierchen abgeben kann. Dann kann ich mich hier nochmal umgucken. Man muss ja, wie gesagt, das Level nicht gleich verlassen, nur weil man den Ausgang findet. Kann ich hier noch umgucken. Was ich jetzt an dieser Stelle auch tun möchte. Schlüssel. Ich denke mal, das wird hier sein. Ja. Ich brauche natürlich jetzt auch irgendwie mal echt einen Händler. Ich renne hier mit 20.000 rum. Da wäre ein Händler hier echt nicht schlecht. Naja, nächste Areal. Und hier ist es dunkel. Oh, weia. Ihr seht, das kann passieren, dass es hier mal dunkel ist. Das macht das Level jetzt aber nicht leichter. Give me my money. I said, give me my money. I'll light the bitch up. Let's check it. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt gerade Englisch geredet habe, weil, not. Can do it in two languages during gameplay. Wenn der mich jetzt, ja, danke, du Pisser, rolle los. Wenn du jetzt rollst, da jetzt, dann komme ich auch in der falschen Richtung raus. Ich wollte doch eigentlich jetzt in die andere. Los hier, ich sehe ihn nicht. Ach, der Idiot. Hey, dreh dich um. Hey, hier. Das fand er nicht so lustig. Hallo. Danke. Jetzt macht er mir nicht mit und ich sehe nichts mehr. Oh. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das so klug war, meine Fackel wegzuwerfen. Ich gehe nicht davon aus, dass es so klug war. Kann ich die abmachen? Nein, kann ich nicht. So viel Geld, so viel Geld. So, jetzt ist was runter mit, ja. Ja, meine Rache wird nicht klappen. Cool. Awesome. Oh, 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 Glatze ist wieder da. Hi, Glatze. Schön, dich zu sehen. Auch wenn ich so gut wie nichts sehe. Schön, wenn Glatze da ist. So, das sammelt sogar für mich Geld ein. Denkt vielleicht noch, der kann was davon abhaben, wa? Kollege, das kannst du knicken. So, wahrscheinlich bin ich ja auch gleich wieder instant tot. Gehe ich von aus. Gehen wir alle mal davon aus, dass ich gleich tot bin. Umso länger klappt das. Ich meine, wir sind zu zweit. Und wenn du die Falle. Ja, danke. Oh, da drüben ist wieder was. Das will ich eigentlich haben. Kommen wir da auch ran? Ohne dass wir unterwegs abkacken. Ja, es könnte klappen. Ich glaube. Ich habe einen neuen Charakter freigeschaltet. Huhuhu, ja, geil. Ist cool. Ist das cool. Also, wir haben einen neuen Charakter freigeschaltet. Den gucken wir uns danach auf jeden Fall nochmal an. In einem eigenen Run. Ja, ich kann gerade echt nicht aufhören, dieses Spiel zu spielen. Aber ihr seht ja, wie lange das Video noch geht. Also, fuck, ey. Das Spiel ist wirklich gut. Das ist wirklich, wirklich gut. So.
Bin mir gerade nicht sicher, wie klug das war. Ich denke mal, das ist auch ein schönes. Oh nein, der hat gerade den Roboter ausgelöst, der gleich explodiert. Und ich. Oh fuck! Jungs, seid ihr bescheuert? Ihr habt doch nicht mal eine Tasse im Schrank. Hier ist der Ausgang. Den nehmen wir jetzt auch. Alter Schwede, die Typen, die sind ja wieder mal gefährlich. So, hier ist nochmal dieses. Komm mal, der Monster. Ich weiß es nicht. Nee, ich trau mich nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Ich will eigentlich nicht sterben. Oh, Jesus. Ach, wir probieren das jetzt einfach. Okay, wir versuchen es jetzt. Kleeblatt, was bringt das? Ein seltenes Klee. Er wird von Kobolden geschätzt, weil er Schutz und Glück bringt. Nein, wir versuchen das jetzt hier mal. So, das war das jetzt? Ich bekomme eine Spitzhacke. Oh! Awesome. Oh ja. Oh ja. Oh yeah, bitch. Arbeiten uns jetzt hier einfach durch. Nein, lass die nicht fallen. Nein, nimm die. Hast du schon mal gesagt, dass ich das Spiel geil finde? So, ich glaube, ich habe mich hier so ein bisschen eingebaut. Vielleicht. Ich glaube, ich komme hier auch wieder raus. Oh, ein riesiges Zeitareal. Und ich verliere gerade Lebensenergie, weil ich doof bin. So. Oh. Gott sei Dank hat sich schon ausgelöst, glaube ich. Da ist ein Bogen. Das ist jetzt natürlich ganz cool. Andere Frage. Wie komme ich hier wieder raus? Ich kann ja nicht nach oben graben, ne? Nee, das geht nicht. Jetzt guck mal, ob ich wieder rauskomme. Ah, hier komme ich wieder raus. Ich kümmere mich natürlich jetzt noch. Das geht nicht. So. Wechselt das auch mal. Ich muss wieder raus. Hier kommt man nicht durch. Ja, fuck. Ich meine, ich kann mich jetzt hier durch das gesamte Mauerwerk arbeiten. Okay. Meine Spitzhacke ist kaputt. Nein. Achso, ich musste die wahrscheinlich verbrauchen. Ja, gut. Ja, danke. Achso, dann hätte ich doch meinen Bogen kriegen können. Ey, ich hoffe, in einer Minute kommt jetzt nicht das Monster. Ansonsten bin ich nämlich gleich tot und das ganze Zeug, was ich jetzt hier gesammelt habe, ist für die Katz. So, hier war doch irgendwo. Ja, den nehmen wir doch noch mit. Ich meine, den sich mitnehmen darf. Ein Spitzhacke. So, jetzt muss ich mich aber echt beeilen, weil ich echt Schiss habe, dass jetzt in knapp 20 Sekunden das Monster kommt. Ich bin jetzt hier immer noch am Anfang. Oh. Das war dumm. Ja, mein Fall, ich muss ihn wieder einsammeln. In 10 Sekunden habe ich nämlich Arschkarte. Ich bin tot. Sag mal, wie es ist. Außer ich renne jetzt gleich wie sonst was. Ja, das war dumm. Habe ich mich jetzt in die Panik ziehen lassen. Shit. So, habe ich? Ja, habe ich bekommen. Okay, einen Run machen wir jetzt tatsächlich noch mit unserem Robot. Scheiße, das war zu gut. Oh, ist der süß. Oh, ist der süß. Oh, ist der niedlich. Geil. So. Den benutzen wir jetzt. So, wieder in den nächsten Run, damit ich mich wieder ordentlich blamieren kann. Ihr wollt es doch nicht anders. Ihr wollt, dass ich verkacke. Das weiß ich genau. Ihr wollt gar nicht sehen, dass ich das hier gut mache. Ui, der hat doch mal ein langes Seil. Cool. Katze, du musst hier mal kurz Platz machen. So, da ist Geld. Geld wollen wir haben. Geld ist gut. So, du musst da nochmal Platz machen und wehe, du rennst weg. Hey, komm her. Das war knapp. Ich habe hier drüben auch noch die Falle mit ausgelöst, Gott sei Dank. So, die Katze ist geparkt. Oh, Brille. Da sehe ich jetzt die ganzen Diamanten hier und Rubine und all das. So, das ist jetzt doof. Oh, ja, gut, die Katze ist tot. Ich habe gerade auf andere Dinge geguckt. Also auf die ganzen Edelmetalle hier. Den ganzen Edelscheiß.
Und dann habe ich vergessen, dass da noch Fallen sind. Aber meine Katze war da und hat mir das Leben gerettet. Sie ist jetzt selbst tot. Aber hey, ey, wir haben einen Geheimgang freigeschaltet. Oh. Da gehen wir jetzt natürlich sofort rein. Da überlegen wir gar nicht lange. So, Geheimgang, Geld, cool, Geld, gehen wir mit. Der ist so süß. Guck mich an. Wenn er nach oben guckt. Oh Gott. Geil. So, das pumpen wir auch weg, weil viel Geld, viel, viel Geld. Viel bringt viel, kennen wir ja so. Ihr Geld, Geld. Ich mag Money. So, also Katze ist tot, die können wir schon mal vergessen. Ja, sie sieht nicht mehr so lebendig aus. Ja. War ein bisschen blöd, ich weiß. Ja, komm. Ah, da unten kann es viel bleiben. Da ist es mir egal, so auf die Schlange, dass wir uns drauf fallen. Passt so. Gehen jetzt hier oben lang. Da ist der Ausgang, den nehmen wir noch nicht. Den nehmen wir jetzt. Ja, genau, das wusste ich, dass das passiert. Ich habe es irgendwo geahnt. Okay, hier ist schon mal ein Shop. Und eine Katze. Ich auf jeden Fall. Ich hoffe, das reicht. Ja, das reicht. Schön. Bevor wir da einkaufen gehen. So. Ich möchte die Bomben, ich möchte die Seile und ich möchte die Seile. So, den umbringen lohnt sich jetzt nicht. Ich würde es wahrscheinlich sowieso nicht überleben. Die Seile habe ich gekauft, weil ich sehe schon, dass ich hier so nicht mehr wegkomme. Deswegen habe ich auch ein paar mehr geholt, weil ich habe ja gesagt, viel bringt viel und so. Ich brauche irgendwas zu werfen. Irgendwas zu werfen. Aber ich habe nichts. Gut, dann muss ich vielleicht doch Bomben benutzen oder die Katze werfen. Also ich meine, ein Pfeil überlebt die ja. Ach komm. Ja komm. Du machst das gut. Danke. Danke, lieber Katze. Ja, gut. Das war ich jetzt. Scheiße. Dabei brauche ich die jetzt nochmal. Ach nee, die Fledermaus regelt. Danke. Oh, da ist nichts zum drauffallen lassen, aber es passt schon so. Ui. Hallo, Freunde. Nicht, was ich machen wollte. Das war auch knapp. Da ist der Typ mit seinen Truthähnen. Ui. Fledermaus löst jetzt die Falle aus. Sehr schön. So, der Truthahn ist tot. Das bedeutet aber, wenn wir jetzt sprengen, kriege ich was zu essen raus. Ich meine, der ist eh tot. Und das was weg. Ja, da ist es weggeflogen. Sehr schön. Ah, toll. Wie gewonnen sie zur Runde. Ist ja lächerlich. Aber da ist noch einer. Retten oder killen? Retten oder killen? Retten oder killen? Retten oder killen? Ich glaube, ich. Überhalten. Also ich würde ihn ja auch killen wollen. So ist es nicht. Nein, die dumme Spinne. Okay, ich muss ihn jetzt killen. Ich habe nämlich nur noch ein Leben. Wahrscheinlich gleich kein Leben. Ja, es geht nicht anders. So leid, wie es mir tut, aber ich töte ja auch alle meine Tiere, also. Muss jetzt auch das Vieh weg? Was soll ich machen? Was soll ich tun? Freunde, ihr müsst mir das sagen. So. Geld. Geld ist gut. Geld ist immer gut. So, den da mal wegmachen. Jetzt habe ich natürlich nichts mehr zum Werfen. Aber wir haben den Händler. Der Händler könnte Stuff haben, den ich will. Hat er auch. Das ist ganz gut. Überall. Oh mein Gott. Ein Hit noch und dann bin ich tot. Ich schau mal, was die Uhr sagt. Eine Stunde haben wir jetzt gespielt. Na gut, jetzt hier an der Stelle, das war ein dummer Tod. Wir hatten den Roby nochmal. Aber hier hören wir jetzt auf. Ja, das ist Spelunky. Richtig gutes Spiel. Ich kann ja mal schauen nebenbei. Das Spiel kostet regulär 20 Euro. Sowohl auf PS4 als auch auf dem PC. Ich weiß gar nicht, ob es auf anderen Konsolen auch noch gibt. Ich weiß bloß PS4 und PC. Und
Ja, wie gesagt, bis zu 4 Spieler möglich. Allerdings, was momentan auf der PC-Version noch nicht geht, ist der Online-Modus. Der wird noch nachgepatcht. Der macht auf der PlayStation-Version, wie ich gehört habe, wohl Probleme. Deswegen kommt der noch nach. Also ihr könnt das lokal spielen über Remote Play Together. Das geht, das habe ich schon getestet, es funktioniert. Und ansonsten ein bisschen warten. Ihr kriegt das Spiel, wie gesagt, für 20 Euro auf Steam. Bis zum 6. Oktober gibt es das reduziert. Achso, ich gucke gerade, das stimmt gar nicht. Auf Steam kostet das Spiel sogar bloß 16,79 €. Cool. Naja, jedenfalls möchte ich jetzt hier eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Kauft euch das Spiel. Es ist super, es macht ultra viel Spaß. Ich finde es super geil. Und ja, vielleicht mache ich noch ein bisschen mehr dazu, falls ihr das möchtet. Ich finde es geil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.